So, hallo liebe Leute und willkommen zurück zum Chemikus Let's Play. Ja, endlich heute auch mal der letzte Teil, wenn wir gut durchkommen. Was ich ja sehr hoffe, dass wir heute gut durchkommen und nur noch einen Teil brauchen. Ich war jetzt hier länger nicht mehr aktiv. Das tut mir auch leid, dass ihr so lange warten musstet, falls ihr das überhaupt vorher schon mal gesehen habt. Wenn nicht, dann macht's ja eh nichts. Aber für die, die es vielleicht mal gesehen haben, tut's mir leid. Aber ich habe halt momentan leider noch andere Projekte am Laufen. Zwecks Minecraft und endliches anderes. Und nebenbei auch noch Schule, zwecks eben Berufsausbildung, sind nicht immer alles so leicht unter den Hut zu kriegen. Muss man auch schon mal dazu noch erwähnen, ja? Weil manche Let's Player, es gibt ja wirklich Let's Player, die haben den ganzen Tag Zeit. Die verdienen auch sogar ihr Geld damit. Da kann man dann schon erwarten, dass die regelmäßig was reinstellen. Naja, aber gut, kommen wir am besten gleich zurück zum Spiel, dass wir nicht so viel Zeit verlieren, denn alles hier kostet mir schließlich unglaublich Zeit, wenn ich hier groß rumquatsche. Und ja, wir waren hier stehen geblieben bei dem Fehlercode 404, den uns dieser Router damit gegeben hat und natürlich dem seltsamen Dodekaeder hier. Und das muss ja irgendwo reinpassen. Und ich sage euch auch, wo das wahrscheinlich reinpasst. Und zwar haben wir noch einen Engpass in der Tankstelle, im Gaswerk. Da kamen wir mal aus so einer Tür nicht raus, weil da irgendwo so ein Schlitz für eine Codekarte war. Und ach, da müssen wir jetzt dieses Ding da einführen. Und ja, dann müsste sich da was tun. Und wenn das alles gut läuft, dann fahren wir übrigens jetzt gerade das letzte Mal mit dieser beschissenen Achterbahn hier, oder was das sein soll. Das heißt, dann können wir jetzt endlich mal durchspielen. Was mich ja auch persönlich sehr freut, weil es ja immer nicht so optimal ist, wenn man dann jetzt hier nur rumsitzt, nichts tut und zuschaut, wie die Bahn da durch die Gegend fährt. Und für euch ist es ja auch nicht optimal jetzt. Aber gut. Hier geht es jetzt zur Zapfstelle wieder. Naja, der Weg ist bekannt. Ja, genau, lass dir Zeit. So. Dann mal runter. Auf uns kühl, nass. Ah, ziemlich feuchte Gegend hier. Da verweilen wir wohl auch besser nicht lange. Schnupfen ist das Letzte, was man hier gebrauchen kann. Hier gibt es nur eine Praxis, aber keine Apotheke. Und in der Praxis haben wir auch nichts gefunden, außer Kochsalz und einen Schmelzofen. Und einen goldenen Arm in den Silberbarren. Gut. Am besten machen wir es mal mit der Codekarte jetzt auf diese liebe Tür hier. Komm, lass uns durch, liebe Tür. Sesam, öffne dich oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. Ui. Wenigstens mal wieder ein Erfolg. Obwohl wir ja hier ständig Erfolg haben. Ich kann mich jetzt spontan auch an keinen Fail erinnern. Da war bestimmt mal irgendwo ein Fail. So ein leichter vielleicht. Na, aber gut. So, hier war mal einer von diesen komischen Kapuzenträgern unterwegs. Das haben wir durch den Diamanten im Spiegelraum gesehen. Das ist also das Gaswerk in voller Pracht. Na, das ist doch schon mal ganz nett. Was haben wir hier? Egal. Was es war, das Zischen verrät mir, dass es Gas ist. Es ist bestimmt irgendwann mal wichtig und von daher nehmen wir es am besten gleich mit. Ah, hier gibt es die gleichen Laternen wie im Turm des Wissens. Ja, gut, ein Riesenkondom. Was macht man jetzt damit? Das ist immer die Frage, was mache ich jetzt mit sowas? Kann man natürlich auch so nicht gebrauchen. Egal was es ist, es hat einen Riss. Das ist natürlich auch nicht so optimal, aber zum Glück habe ich mein Polyesterharz dabei. Das ist furchtbar. Und was kleben wir da jetzt drüber? Ja, probieren wir es mal mit einem Parfüm oder so. Nein, probieren wir natürlich nicht. Also irgendein Feststoff, am besten den Badeanzug, der ist ja aus Stoff. So, das hat jetzt auch nichts mit Chemie zu tun, das ist einfach nur Bastlergeschick. Heimwerker, kann man sich die Reparaturkosten sparen. So, jetzt müssen wir die Leitung noch ein bisschen umstellen. Ich probier einfach mal irgendwas. Irgendwas soll schon richtig sein. Jawoll! Jetzt öffnet sich die Kuppel da oben. Ich glaube, das, was da vor uns liegt, ist kein Luft in XXXXXXXXL Größe, sondern es ist einfach nur ein Luftballon, der gerade halt ziemlich gasfrei ist. Aber das können wir natürlich ändern. Wir haben schließlich hier Gas an der Quelle. Wir sitzen ja direkt am Ausgabehahn. Und was hält mich davon ab, diesen Kugel zu drücken? Nichts.
merken wir es auch schon. Ja, es ist immer wieder schön, wenn diese harte körperliche sowie geistige Arbeit endlich Früchte trägt. Und ich glaube, da fliegen wir jetzt in den Turm des Wissens rein damit. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut, weil wir kommen ja da nicht rein. Zeit, Level 4 zu betreten. Ich kann jetzt auch gar nichts mehr groß sagen, bis wir endlich mal angekommen sind. Genießt einfach die Ballonfahrt. Ja, gut. Das wäre jetzt mal eine relativ sichere Reise gewesen. Am besten verlieren wir keine Zeit. Richard braucht schließlich unsere Hilfe. Hey, Richard. Frag lieber nicht wie, aber ich habe einiges aus Ihnen herausbekommen. Im Turm muss es eine Art zentralen Computer geben. Um an den aber ranzukommen, braucht man eine Struktur, einen Schlüssel oder sowas ähnliches. Also eine Art Übertrager. Der muss an einer bestimmten Stelle eingesetzt werden. Nein, das dürft ihr nicht! Nein, ich hab nichts kaputt gemacht. Es, wo wollt ihr mit mir hin? Ich hab euch doch schon alles gesagt! Nein, loslassen! Irgendwas sagt mir jetzt, dass Richard in Gefahr ist und vor allem, dass das wohl die letzte Nachricht war. Puh, ja. Was machst jetzt da? Also hier haben wir nochmal die Stadt des Wissens, die liegt ja sehr schön da drin. Über diese Insel sind wir auch die ganze Zeit so richtig drüber gereist mit der Bahn. Ich würde schon fast sagen drüber gejumpt, aber das wäre ein bisschen, ja, in der Bahn. Die fährt immer noch sehr ruhig. Es gibt auch kein Zurück mehr mit dem Ballon, das heißt, jetzt müssen wir wohl den sauren Apfel beißen, aber ich kann euch beruhigen. Wir können das Ding notfalls wieder verlassen und wieder in die Stadt zurückkehren. Wir müssen dann aus der Ausgangstür wieder raus. Und wenn die einmal offen ist, bleibt sie offen. Aber gut, das ist wohl das Herzstück. Der Kopf des Turms. Die Computerzentrale. Hier fehlt eindeutig was zum Zentralcomputer. Es muss die Defektstelle sein, von der hier jeder spricht. Was gibt's hier noch? Ein weißes Pulver. Und Achtung, jetzt kommt's. Genau wie der Dodekaeder, den wir eingesetzt haben, kein Datenbankeintrag. Das ist jetzt charakteristisch für das Level 4. Hier geht's jetzt um Substanzbestimmung. Ja, so schwer ist es eigentlich auch nicht, obwohl, wenn man einen Lösungsweg dabei hat, dann lässt sich das natürlich leicht so dahersagen. Aber wenn man sich das Ganze erarbeiten muss, dann muss man schon ein bisschen Ahnung von Chemie haben, weil jetzt kommen die Masteraufgaben. Und das ist natürlich dann nicht so ganz leicht, wenn man da aus verschiedenen Formeln was berechnen muss. Diese seltsamen Monitore scheinen auch nicht zu funktionieren. Hier funktioniert mir wieder nichts. Überall, wo ich noch nicht war, funktioniert auch nichts. Hey, Moment mal. Ein großer Dodekaeder und da drin ist nochmal so ein komisches Routerteil. Das scheint also der zentrale Computer zu sein. Der übrigens auch nicht funktioniert. Tja, dann werden wir uns am besten mal gleich ein anderes Stockwerk ansehen. Der Turm hat ja höchstwahrscheinlich mehrere Stockwerke. Das wäre jetzt schon ziemlich schwach, wenn das nur das einzige Stockwerk wäre. Ja, das hängt natürlich immer ein bisschen, bis das mal in den Aufzug erschließt. Da können wir uns in der Zeit mal ein bisschen über was unterhalten, keine Ahnung. Wir müssen noch oft genug mit dem Ding fahren, von daher hätten wir bestimmt was ein. Also Computerzentrale, das sind wir gerade. Synthese-Labor, Analysezentrum und Entsorgungshalle. Machen wir erstmal Synthesenlabor von oben nach unten durch. Jetzt bin ich schon mal gespannt, wo wir da rauskommen. Wie das hier vor allem aussieht. Wir sind jetzt in einem ziemlich dünnen Teil vom Turm. Seht ihr das hier mal an? Was ist das? Auch das braucht natürlich ewig, bis du da mal ausgestiegen bist. Aber, naja, da kann ich jetzt auch nichts machen. Also das hilft auch nichts, wenn man da den Computer optimiert. Das Spiel ist so.
wenn man einsteigt, sich umdreht und wenn man aussteigen will, dann dauert das erstmal ewig. So, das sieht jetzt ein bisschen so aus wie in Star Wars Episode 2. Diese komischen Klonanlagen da auf Kamino, wer das kennt. Müsste man eigentlich kennen. Die Saga ist ja Kult. Ja. Kann man hier Musik machen oder was ist hier jetzt der Nutzen? Eine blaue römische 4. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, weil wir das einfach nicht einzuordnen wissen. Das kommt später. Das kommt einfach später. Hier funktioniert auch nichts, genauso wenig wie hier. So. Das war jetzt ein Soundfail, die gibt's ja auch öfter mal. Ist aber auch ab und zu mal sympathisch. Ist man mal so richtig überrascht. Na gut, in diesem künstlichen Klonzentrum hier im Turm, was ja eigentlich ein Labor zur Herstellung von irgendwelchen Molekülen ist, werden wir später noch sehen. Da können wir jetzt noch, dem Labor können wir noch keine Funktion abgeben. Ich glaube, wir brauchen einfach noch mehr Material. Wie wäre es mit dem Analysezentrum? Ja, auch Analytikraum genannt. Muss ich auch mal davon sprechen. Ja, das sieht jetzt ein bisschen so aus wie ein Karate-Trainingsraum von der Architektur her, darf man sich aber nicht verwirren lassen. Das ist ganz und gar kein Trainingsraum. Aber sowas von nicht. Ah, was haben wir denn hier? Irgend so ein komisches Gerät. Da treten wir jetzt auch mal ewig ran. Ah, da steht da eine Code-Karte drin. Oh mein Gott, was kann man damit machen? Kann man die da reinstecken? Hallo. Viel Glück. Gut, bereiten wir uns jetzt erstmal mental auf diesen Computer vor. Der spricht mit uns. Gut, ich glaube, jetzt habe ich es verarbeitet. Treten wir nochmal an dieses Gerät heran. Solange er nichts anderes macht als sprechen, ist alles gut. Ist alles gut. Hallo. Vielen Dank für die Benutzung des Elementar-Amts. Jetzt machen wir es am besten mal wirklich. Wir wollen ja noch fertig werden. Hallo. Vielen Dank für die Benutzung des Elementaranalysestandes. Sie können hier die elementare Zusammensetzung einer unbekannten Substanz bestimmen. Geben Sie die zu analysierende Substanz in den dafür vorgesehenen Behälter. Das ist natürlich gut, weil wir haben hier eine unbekannte Substanz. Da würde ich mal sagen, bestimmen wir das jetzt hier mal kurz. Es scheint auch eine Art Waage zu sein oder so. Pulver einfüllen, Klappe zu und Analyse läuft. 2 Gramm ist die Einwaage. Analyse ergibt. Na komm. So schwer ist es noch nicht. Kohlenstoff 59%, Stickstoff 7,65%, Sauerstoff 26,2% und Wasserstoff 7,15%. Schön. Vielen Dank. Entnehmen Sie Ihre Codekarte. Immer noch was von dem weißen Pulver dabei, das ist gut. Ja, was machst du jetzt natürlich damit? Was ist denn das hier für ein Gerät? Da kann man jetzt überall diese hübsche Karte hier reinstecken, das ist wahrscheinlich die Hauptkarte zu sein. Hallo, vielen Dank für die Benutzung des Analyso-Kreditomaten. Wir haben unser Entsorgungssystem verändert. Bitte begeben Sie sich gleich zur Entsorgungseinheit. Die aktuelle Anzahl Ihrer Analysepunkte entnehmen Sie bitte dem Display. Vielen Dank. Entnehmen Sie Ihre Codekarte. 0. Das ist natürlich immer so ein epischer Highscore, wenn überall 0 steht. Da müssen wir jetzt erstmal ins Entsorgungssystem, hat der Computer gesagt. Da kriegt man wahrscheinlich Punkte, wenn man was richtig entsorgt. Hey, das ist das erste Spiel, das ich hier im Spiel treffe. Wir wissen gerade in dieser Welt. Wir wollen uns ja auch ein bisschen in den Charakter reinversetzen. Ich will ja hier nicht die Welt zeigen. Eigentlich will ich ja wirklich aus der Ego-Perspektive hier Richard suchen, aber es ist mir in dem Spiel noch nicht ganz gelungen. Ich hoffe, das gelingt mit Chemicus 2 besser. Ah, okay, ich kann ja schon mal ein bisschen üben. Also, Entsorgungshalle hat der Computer gesagt. Da war nichts mehr los. Der Entsorgungshalle ist jetzt irgendwo Credits.
den ich die Karte aufladen kann. Come on, guy. Come on. Wie lange soll ich hier noch warten? Ich glaube ewig. Hey, die Tür hier kommt mir noch bekannt vor. Ah, macht's Klick? Na. Ja, es macht Klick. Oh ja, ich weiß doch, dass es Klick macht bei euch. Gute Informationsnetzwerk ist aktiv. Ja gut, aber hier draußen haben wir eigentlich nichts mehr verloren. Wollen wir hier im Turm jetzt Credits verdienen für unsere Codekarte? Was mache ich jetzt hier? Hier sind überall Schächte, aber die sind alle zu. Hier, überall, aber die sind alle inaktiv. Ach, das kann ich da schon nicht machen. Ach, da kann man so eine Codekarte reinstecken. Na gut. Zumindest haben wir jetzt hier schon mal ein Gerät, mit dem wir arbeiten können. Also rein damit. Und dann, ja. Jetzt kann man hier wahrscheinlich verschiedenes Zeugs entsorgen. Wie wär's denn, wenn man mal mit was fangen wir denn an? Fangen wir mal mit Biomüll an. Jetzt muss ich da allen Biomüll entsorgen. Was ist denn hier alles Biomüll? Ja, die Pflanze auf jeden Fall. Was würde ich noch in den Biomüll schmeißen? Die Zitrone. Nachschauen, ob ich noch irgendwas dabei hat. Ich habe eine ganze Menge Zeug zu entsorgen, ihr seht's ja. Nein, das war's mit Biomüll. Und allein dafür bekommt man wahrscheinlich schon Credits. Das ist ja leicht. Dann beschäftigen wir uns mal mit dem Abwasser. Jetzt nochmal schnell einen Schluck aus der Pulle nehmen, denn diese Pulle verschwindet bald wieder. Gut. Das war jetzt eine leichte Übung, noch leichter als der Biomüll. Jetzt kommt es schon ein bisschen schwerer. Schwermetalle. Was sind Schwermetalle? Was werfe ich denn da jetzt schön? Der Gerätschaft des Grauens in den gierigen Schlund. Schwermetalle. Ich würde auf jeden Fall mal sagen, dass das Kupfer-2-Oxid dazu zählt. Kupfer ist ja nicht weit. Aluminiumgrieß. Auch Aluminium ist ein Metall. Wenn wir was Falsches reinwerfen, dann macht es so ein komisches Geräusch, das ich natürlich jetzt nicht machen möchte, weil ich, seit ich das Spiel nämlich habe, versuche hier mal alles richtig einzuordnen. Das ist diesmal die Gelegenheit, weil ich ja auch durch meine Berufsausbildung vermehrt jetzt mit Chemie zu tun habe. Das ist meine Gelegenheit, mal alles richtig zu machen. Gut. Glasbruch und Gasflaschen sind die nächsten Rubriken und das ist auch nur relativ leicht. Wir steigern uns langsam von rechts nach links, oder von links nach rechts eigentlich, wenn man von der Eingangstür reinkommt. Glasbruch, da können Glas rein. Man braucht eigentlich nur die Codekarte und das weiße Film. Nee, braucht man nicht so. Wir werden auch den Rest besorgen. Was ist noch typischer Glasbruch? Klar, das zerbrochene Glas. Und schon sind wir zurück zur Mitte des Raumes unterwegs und machen mal den Schacht auf, der sich Glasflasche nennt. Das hier ist übrigens auch so eine kleine Skizze vom Raum, ne? Also hier ist zum Beispiel dieser Kreis hier, der symbolisiert den Aufzug. Dieser Schacht hier in dieser Kontrollkonsole symbolisiert den Ausgang. Und hier haben wir dann halt geografisch richtig angeordnet sämtliche Wälder, die man auch dann so anklicken kann und halt aufmachen kann, wie ich das schon die ganze Zeit mache. Da muss man erstmal dahinter steigen. Habe ich am Anfang echt nicht gecheckt. Also je öfter ich das Spiel spiele, desto mehr checke ich irgendwie. Okay, Guys. Es ist natürlich die Frage, wo die Gasflasche hin ist. Es ist jetzt ein bisschen crazy, weil ich eigentlich mehr dabei haben sollte, als ich aktuell im Inventar dabei habe.
da so eine dunkle Vorahnung, dass ich auch genau weiß, wo diese Gasflasche ist. Und ich habe vorhin gesagt, wenn alles gut läuft, dann müssen wir nicht mehr in diese komische Bahn einsteigen. Da werden wir allerdings nicht drum rumkommen. Wer die anderen Folgen gesehen hat, und vor allem die letzte oder vorletzte Folge, da war Chris dabei. Und der hat mich in der Gärtnerei angesprochen, als ich gerade eine Glasscheibe aus dem Gewächshaus geschnitten habe. Und da habe ich die Gasflasche in die Rohrleitung gelegt, damit ich den Treibhauseffekt künstlich erzeugen kann. Und da habe ich die wahrscheinlich, weil Chris mich dann so abgelenkt hat, vergessen. Das heißt, für Chris machen wir nochmal eine extra Fahrt. Jeder, dem das nicht passt, der kann ja in den Kommentaren schreiben, danke Chris, Ausrufezeichen. Aber macht uns meinen Behinderten wissen, dass ihr das freundlich meint. Ich meine, man macht doch ungern sowas zum letzten Mal. Ja, die Bahn ist ja auch in gewisser Weise sympathisch. Und so oft haben wir die auch nicht mehr. In Chemicus 2 muss man wesentlich weniger rumfahren. Das Spiel ist viel schneller durchgespielt. Ich habe ja schon mal erwähnt, die Grundfassung von Chemicus 1, die war auf 2 CDs. Auf 2 CDs. Installation auf CD1 und auch der erste Teil des Spiels bis zu dem Felsenturm, wo wir das erste Mal da reingetroffen sind. Alles auf CD1, genau, da liegt sie noch. Puh. Und der Rest auf CD2. Und jetzt haben wir nur noch eine einzige CD. Gut. Tja, was man nicht im Kopf hat, hat man in Beinen. Und ja, da haben wir noch mal einen kleinen Abstecher gemacht. Jetzt müssen wir eigentlich trotzdem mal zurück, weil wir sind ja eigentlich im Turm und wollen da unsere Analysepunkte verdienen.